Wenn der Chat sagt annehmen, ich mach Vorschlag annehmen. Oder? Mhm. Okay. Die brechen sowieso wieder ihr ja. Versprechen. Gut, die sind jetzt natürlich ein Aufruhr und dann mach ich mal Frieden, Freundschaft verkünden vielleicht. Okay, und er hat's abgelehnt, das Freundschaftsangebot. Naja, wenn er nicht will. So. Erstmal eine Produktion wählen, hier oben. Die sind jetzt nämlich fertig mit dem Campus. Jetzt bin ich für 30 Runden vor den sicher, ja, aber halt pro Runde muss ich jetzt auch eine Goldmünze hinblättern und das könnte schmerzhaft werden. Wobei, wir bekommen ja auch pro Runde 2,8 Goldmünzen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Krieger oder Bogenschützen? Oder wir machen hier oben nochmal Handwerker. Krieger, Bogenschützen, Handwerker, das stelle ich jetzt zur Wahl. Auch für dich, Frank. Wir brauchen was, was die Stadt beschützt. Weil da kommt ja schon wieder so ein Trupp da. Ja, hier oben ist halt auch, wie man hier sieht, ist hier, ich weiß gar nicht, was könnten das sein. Auf jeden Fall ist das irgend so ein Ding, was uns immer zu, hier am Zipfel, was uns immer zu schon angreift. Buggies. Okay, dann nehmen wir ein paar Bogenschützen. Und danach baue ich mir noch eine Stadt. Genau, dann hole ich mir noch ein paar Siedler und dann mal gucken. Karthago vielleicht? Wie sind die so? Sind die anfällig? Oh, die bilden einen schweren Streitwagen aus. Also, habe ich ja gestern vorgehabt. Genau, mache ich. Aber muss ich mal gucken. Ich muss jetzt erstmal ein paar Runden hier mit den Schiffen hier rum segeln um die Insel. Um zu gucken, ob es hier überhaupt noch weitergeht. Und wenn nicht, dann vielleicht eher sogar noch auf eine andere Insel ausweichen und hier unten Kairo einnehmen, anstatt jetzt noch eine zu bauen. Weil das ist ja auch schon alles zu Ende. Ja, das ist ja eine mehr oder weniger extrem kleine Insel. Und dann oder die hier oben halt noch einnehmen. Ich hätte halt wirklich gerne hier hinten noch einen Stützpunkt, wie der Chat das auch vorgeschlagen hat. Genau, die können jetzt ein paar Runden hier verweilen. Und dann gehe ich hier mal auf die zu. Um die irgendwann mal zu machen. So. Frankreich solltest erst einnehmen, die wehren sich nicht. Okay, das ist eine gute Idee, aber das Problem ist, Frankreich hat hier so ein Dreier, so ein das Bermuda-Dreieck ist hier hinten. Das ist echt kritisch. Müssen wir mal gucken. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann auf jeden Fall. Also müssen wir mal gucken. Immer bloß drei Züge, ne? Da müssen wir mal gucken, was draus wird. Scheiße, was macht denn der Kackspeer hier? Die Dame ist dir ja eh nicht mehr gut eingestellt. Ja, auf jeden Fall, aber Schade ist, dass das nicht aufgedeckt bleibt. Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass immer nur das, was man sehen kann, aufgedeckt ist, aber die Karte selber, man erkundet praktisch alles. Und dann kann man wiederum nur das sehen, was halt im Sichtfeld ist. Ich finde das von der Idee her echt gut. Warte, das sind ja Arabier. Tatsächlich, ich mach die jetzt kalt, die stehen da die ganze Zeit rum und ach, hier oben geht's noch, hier ist auch noch so ein Zipfel anscheinend. Ja gut, aber also Kairo oder Paris, ich frage jetzt nochmal in den Chat, Kairo oder Frankreich, weil Frankreich hat ja halt eben dieses riesen Bündel, das ist halt, weiß nicht, ob das taktisch so klug wäre, erst sich auf das echt harte zu begeben und dann so die leichten Sachen mache, ist halt die Entscheidung des Chats. So. Wir warten und
Aha, Great Britain. Also Great Britain hat uns ein Angebot gemacht, und zwar offene Grenzen. Und dafür jede Runde 10 Münzen und für 30 Runden nochmal eine Münze pro Runde. Oh, das ist heftig. Offene Grenzen, das ist halt die Frage, bringen uns offene Grenzen was? Ich würde sagen, ablehnen, oder? Ich habe echt keinen Bock eigentlich auf offene Grenzen. Dann sagen wir mal ablehnen und entscheiden uns gegen, oder wir fragen nochmal den Chat. Und der hat übrigens auch geschrieben: Frankreich, Kairo, weißt du nicht, ob der noch eine Stadt irgendwo hat. Okay, das ist natürlich ein Argument. Okay, dann nehmen wir erst Frankreich, damit wir uns da oben ausbreiten können und greifen dann Kairo an. Außer wenn Kairo jetzt nochmal einen Krieg ankündigt, dann machen wir Kairo platt. Also kommt drauf an, wie die sich jetzt benehmen. Okay, aber dann probieren sie erstmal genug Truppen für Frankreich auszubilden. Und wir machen so zwei Städte platt und fordern dann Paris oder so. Man kann ja auch einen Gegenvorschlag machen, aber Das ist ist natürlich natürlich auch noch eine riskant. Idee, ja. Warte mal, also mein Angebot, ist das jetzt das Angebot von der Frau oder von mir? Ist Ihr Angebot. Genau, ihr Angebot. Das heißt, ihr Angebot sind offene Grenzen und dafür soll ich jede Runde 10 Münzen zahlen und 30 Runden lang eine Münze pro Runde. Pass mal auf, denn sage ich, Genau. ich mach's, wenn die aber halt aber halt mit nur eine Runde, eine Münze pro 30, für 30 Runden. Dann mache ich's. Gut, dann mache ich mal Vorschlag annehmen. Wie äußerst freundlich und aufmerksam von euch. Auf Wiedersehen. So. Ja, so können wir es machen. Alles haben wir jetzt Scheiße. Jetzt Meine müssen wir langsam Botschaft, mal. wir ziehen allmählich die Aufmerksamkeit der großen Persönlichkeiten der Welt auf uns. Oh, wir kriegen Je mehr Aufmerksamkeit von. Spezialbezirke wir bauen, Oh. desto eher motivieren wir spezialisierte große Persönlichkeiten dazu, ihre Talente mit unserer Zivilisation zu teilen. Moin Die Olli, Welt schön, ist dass du da bereit, wenn bist. Spezialbezirke bauen. Oli. Spezialbezirke sollen wir bauen. Sagen die. Und okay, können wir machen. Und die großen Weltenmächte werden auf uns aufmerksam. Aber das Problem ist, wir bezahlen jetzt pro Runde einmal an Kairo eine Münze und einmal an England eine Münze. Das wird irgendwann kritisch. Wir haben auch nicht unendlich Olli viel hat Geld. vorhin mit ein paar Sekunden gestreamt. Rückzug. Wie geht's euch beiden so? Also mir geht's sehr gut und Frank, dir so? Gut. Perfekt. Und dir so, Olli, wie geht's denn so? Was machst du so? So. Wir ziehen jetzt mal zurück in die Innenstadt. Verschanzen. Die hier oben. Mach ich geh mal hier in die Richtung. So. Ah, okay. Frank, hast du gesehen im Chat? Ja gut, ja, dass morgen wieder Schule ist, ist jetzt echt nicht so geil. Ja, schade. Das stimmt. Das ist aber. Trifft ja mich genauso. Mach halt das Beste aus den letzten freien Tagen.
Oh, wartet kurz. So. Okay. Genau, wir haben jetzt, wir haben wieder Truppen fertig anscheinend. Ist natürlich jetzt, ist jetzt natürlich riskant, ja. Ich setze erstmal die Truppen nach da. Mach ich, Produktion wählen erstmal. So, Krieger, Bogenschützen, Speer könnten wir nochmal machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt Speer und schicken die mal da unten nach Kairo, um zu gucken, was die da noch so am Laufen haben. Was hältst du davon, Frank? Und dann brauchen wir irgendwann auch wieder einen Siedler. Ja, stimmt. Aber ich mache erstmal Speer. Damit. Obwohl, wenn wir die Stadt einnehmen, da braucht man natürlich keinen Siedler, aber. Was ist denn jetzt? Warum habe ich denn jetzt Handwerker? Kann ich das rückgängig machen? Nee, glaube nicht. So. Bogenschützen gehen mal in die Richtung. Hier sind übrigens auch Pferde. Bin kurz weg. Na super, da hast du ja lang durchgehalten. Nee. So. Ich glaube, ja, in Paris hängt auch noch ein ganz schöner Scheiß dran. Ich glaube, das wird auch noch kritisch. So. Sind jetzt Handwerker, ja. Dann schicke ich die mal auf dieses Feld. 30 das ab. Und einmal gucken, kann ich mit denen? Nee. Aber nee, das kann ich auch nicht. Ich lasse die erstmal ruhen. Und die nach hier gehen. So, und dann schicke ich die mal nach hier. Ich würde gerne wissen, was für ein Land das ist. Oh, ich habe Kupfer gefunden. Sehr schön. Cool, sehr schön. Da, da würde es mich natürlich jetzt auch wieder reizen, Frankreich einzunehmen. Weil das ist da unten bei Frankreich. Das Kupferzeug. Und irgendwelche Barbaren probieren mich kalt zu machen und schaffen es dummerweise auch. Oh. Als ob. Wasserpumpen sind, mit denen Personen, die speziell zu diesem Zweck eingesetzt wurden, wir haben ein Weltwunder erschaffen. In den Garten laufen ließen. Gut, wir hängen den Garten. Richtig. Nice. Wieder da, perfekt. So, nice. Und wir sind wieder mal ein paar Jahre in die Zukunft gereist. Ich bin bei Telekom, also beim WLAN jetzt, also jetzt auch für YouTube. Ich bin bei Telekom und bin damit mäßig zufrieden. Also mäßig bis gar nicht. So, wir können jetzt noch Reiter machen. Also ich sag mal so, ich bin mit der Telekom deswegen unzufrieden, weil wir haben in letzter Zeit unheimlich große WLAN-Probleme, beziehungsweise auch LAN-Probleme. So abends so von 16 Uhr bis 20 Uhr ist halt nichts mit dem Internet zu machen. Danach geht's wieder, aber na toll. Es sind halt 4 wichtige Stunden, ja. So, Mathematik, Steigbügel, Bergbau. Wir können langsam doch mal Bergbau machen, oder? Das dauert 2 Runden. Mhm. Machen wir Bergbau, dann wählen wir noch eine Produktion. In Delhi. Was ist das? Varu. Was ist denn Varu?
Ah, das ist anscheinend irgendeine Kampftruppe. Der Verein hier unten, der kann da jetzt mal, hier einen Brunnen setzen. Er muss mich mal zur Heilung verschanzen. London. Ach, das hier ist London. Und London ist geschwächt. Das ist ja interessant. Ja, So ist es halt bei der Telekom. Aber ich hoffe, es wird bald besser. Also ich werde demnächst auch mal eine kleine Beschwerdennachricht schicken und mal gucken. Vielleicht hilft es ja. Wenn nicht, na gut. Wechseln wir nochmal einen Anbieter oder so. Müssen wir mal gucken. Inwiefern das was bringt. So, Vereinigtes Königreich. Stream ist bei dir weg. Bei mir auch. Inwiefern meint er weg? Black Screen. Aha. Dann drück doch mal F5. So, Diamond, wie sieht's bei dir aus? Stream ist noch da, ja, jetzt ist er wieder da. Okay. Ja, gut, hier ist er auch da. Perfekt. Ja, war es nur ein kurzer Aussetzer. Ja, Kabel Deutschland kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, die gehören auch mit zu Telekom, oder? Ist das einzeln? Aber Kabel Deutschland habe ich schon von vielen gehört, dass sie zufrieden sind. Mal gucken. So, England. Im Hintergrund läuft ja alles über die Telekom, aber... Ja. Weil die sind ja nun mal... Okay, war bitte gar nicht weg. So, Und zwar, seid gegrüßt, wir haben im Namen des Vereinigten Königreichs einen königlichen Gesandten geschickt. Ich hoffe, ihr heißt ihn willkommen. Ach, Vodafone ist das, okay. Vodafone. Ja, Vodafone finde ich auch ganz in Ordnung. Ein... Ich bin bei Vodafone. Na ja, gut, für dich ist das nicht in Ordnung, aber, okay, also, einen königlichen haben sie uns gesandt. Wollen wir ihn, willkommen heißen. Unsere Hauptstadt ist momentan nicht für Besucher geöffnet oder auf Wiedersehen. So, da könnte ich jetzt dich oder den Chat fragen. Wen soll ich denn fragen? Ich denke mal, wir können... Hat die uns schon Probleme gemacht, ja? Ja, England, die sind derzeit ein bisschen unzufrieden mit uns. Wir könnten... Würde ich das, denke ich, mal annehmen. Ja, mal gucken, was der Chat noch sagt. Ich warte mal noch kurz. Nimm es an und tau sie dann als erstes weg. Okay. Oh, sehr, sehr brutales Denken. Sie hat ja nichts, er hat ja nichts da oben. Da ist was dran natürlich. Auf Wiedersehen. So. Ich habe hier unten ein bisschen Schiss. Die Handwerker lassen wir mal nach hier gehen. Wir haben ja offene Grenzen mit London. Kann ich da doch reingehen, oder? Mal gucken, was passiert, wenn ich die angreife. Ich mache denen überhaupt keinen Schaden. Okay, dann bleibe ich da jetzt wohl ein paar Runden mal drin stehen. Und warte, bis ich genug Kräfte habe. So, wieder da. Perfekt. Was? Eine Turbine entdeckt. Granitspitzen. Perfekt. Wir finden hier noch richtig viel.